Sofort auswechseln hier. Trevor Stephen spielt er jetzt bei Olympique Marseille. Hat am Wochenende gegen Toulouse sein erstes Tor für den neuen Verein geschossen. Hier ist er nochmal am Ball. Dixon. Oh! Tolle Parade! Tolle Parade von Bodo Ilgner und dann geklärt von Stefan Effenberg. John Salako ist das, der dort am deutschen Pfosten liegt, sich offensichtlich bei seinem Einsatz verletzt hat. Hier noch einmal die Chance. Lee Dixon mit der Flanke. Der Angriff schien schon abgewehrt und kam die Engländer doch noch. Gary Lineker blitzgefährlich und dann Effenberg gegen Salako und der prallt offensichtlich gegen den Pfosten. Dieser Lineker ist torgefährlich. So 45 Tore hat er gemacht bisher, es sind nur noch 5. Damit von Bobby Charlton entfernt, der ja Torschützenkönig der englischen Nationalmannschaft ist. Und das in nur 68 Spielen. Ja, schade um diesen jungen Mann von Crystal Palace, der von Graham Taylor die Chance heute erhielt, aber es scheint weiterzugehen. Ist in Nigeria geboren, der 22-Jährige, heute in seinem 5. Länderspiel. Sehr viel Freiheiten hier auf der rechten Seite bei den Engländern für Dixon. Batty, wieder Dixon, Trevor Stephen und Foul. Natürlich gibt Freistoß. $15 Millionen hat er gekostet, der Mann mit der Nummer 8, bei seinem Wechsel von den Glasgow Rangers zu Olympique Marseille. Da wird gerangelt und geschoben am 5 Meter Kreis. Lineker, zu kurz. Noch einmal Lineker. Paul Parker, schön gemacht mit einer Körperdrehung. Das ist Gary Pallister, ebenfalls von Manchester United. Pallister und Parker, beide vom augenblicklichen englischen Spitzenreiter, bilden die Innenverteidigung. Möller. Bisschen zaghaft zum Ball gegangen. Oh, Fehler von Stefan Effenberg. Aber fantastisch ausgebügelt von Kohler. Eine riesen Chance war das für Lineker. Na, Kohler ist momentan fantastisch drauf, eine tolle Verfassung, kriegt auch in Italien immer Bestnoten bei seinem neuen Club Juventus Turin und wie man in der Szene gesehen hat, zu Recht offensichtlich. Ja, für diesen jungen Mann war das ein kleiner Warnschuss, nicht zu leichtfertig mit dem Ball umzugehen. Ich glaube, er hätte Lineker gar nicht gesehen und außerdem den Ball nicht richtig getroffen. War natürlich lebensgefährlich. Das war die Szene noch von vorhin.
David Platt war das. Ist sehr wenig in Erscheinung getreten in der Partie. Im Moment lief das Spiel ein bisschen an ihm vorbei oder es ging mehr über die rechte Seite. Man sieht jetzt im Hintergrund aber doch, dass die Tribünen sich merklich gefüllt haben hier. Salako, einmal von der rechten Seite. Schöner Kopfball und tolle Parade von Bodo Egner. Das ist englischer Fußball. Einfach, rechts raus, flanke Kopfball. Alan Smith war das vom FC Arsenal. Torschützenkönig der Engländer in der vergangenen Saison mit 22 Treffern und Eckstoß durch Salako. Im Moment lässt sich die deutsche Mannschaft etwas zu sehr hineinringen. Das ist gefährlich, weil die Engländer schlicht und ergreifend in der Luft normalerweise die Hoheit haben. Hier sehen wir nochmal den Kopfball von Alan Smith, der sich da gegen Guido Buchwald durchsetzt. Und der hätte gepasst. Aber tolle Aktion von beiden, toller Kopfball und tolle Parade. Gibt Freistoß für England. Torentfernung. Knapp 30 Meter, nicht ungefährlich. Dorigo, oh, das war knapp. Tony Dorigo, der Mann von Leeds United, in Australien geboren, hat italienische Vorfahren. Hat er angezeigt, der war knapp, äußerst knapp sogar. Im Moment bestimmen die Engländer eindeutig das Spiel. Salako. Steven. Salako. Effenberg. Deutsche Mannschaft kann sich nicht befreien, wird an den eigenen Strafraum zurückgedrängt. Und jetzt die Konterchance. 3-2. Ah, zu weit vorgelegt. Hätte eine tolle Chance werden können. Die stand 3-2, wenn der Lothar rechtzeitig den Ball rausgespielt hätte. Ball war vorher im Aus, gibt keine Ecke. Ja, wenn er gleich abspielt. Ja, man sieht ja nicht im Bild. Der Thomas Doll war nämlich auch mit auf der halblinken Seite und der hätte dann eigentlich freie Bahn Richtung Tor gehabt. Es ist schon beeindruckend, wie die Engländer dieses Pressing spielen. Da bleibt kein Zentimeter Luft. Der Herr in der Mitte mit der Brille, das ist Graham Taylor, der Nachfolger von Bobby Robson. Hat einen glänzenden Start, bisher 12 Spiele ohne Niederlage. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, es waren auch einige
drittklassige Gegner dabei wie Australien, Neuseeland, Malaysia. Er ist trotzdem nicht ganz kritikfrei. Man wirft ihm so vor, so ein bisschen zu dem Kick and Rush zurückgekehrt zu sein. Aber ich muss sagen, bisher ist davon eigentlich gar nicht zu sehen. Die spielen einen sehr, sehr gepflegten Fußball hier. Möller. Hässler. David Batius. Weiter Einwurf auf Riedle. Ah, schade. Hat er Glück gehabt, der andere hat ihn noch über den Fuß bekommen und somit Ecke. Und das war natürlich auch der schwache linke Fuß, der Lothar ist der Rechtsfüßer. Kohler und Buchwald im englischen Strafraum. Nicht schlecht. Karl-Heinz Riedle im Duell mit Chris Woods. Fehler von Manfred Binz. Schöner Pass auf Thomas Doll. Schafft er das? Ah, da fehlte die Kraft. Er hätte besser auf die lange Ecke gezielt, denn die war frei. Die kurze Karte der Torwart wurde gut zugemacht. Aber er ist natürlich auch mit dem rechten Bein besser als mit dem linken. Aber endlich einmal ein Pass in die Tiefe. Doll gewinnt das Laufduell gegen Gary Pallister. Da ist der Ball auch ein bisschen zu weit vom Schussfuß entfernt. Ich glaube, mit diesen Pässen kann man die Abwehr aus den Angeln heben. Speziell bei den schnellen Spielern, die wir haben. Doll, Andy Möller. Da könnte man eigentlich sehr gute Konter mit aufziehen. Möller mal über rechts. Schön gespielt von Matthäus auf Thomas Hässler. Oh, das war, glaube ich, nicht so gedacht. Kurze Ecke. Schönes Stück heiligen Rasens. Ja, der Platz ist also wirklich sicherlich das Beste und Schönste, was es weltweit gibt. Hier zu spielen ist einfach traumhaft auf dem tollen Platz. Da kann man schon mal die Grasnarbe zurücklegen. Schön gemacht von Doll. Sicherlich ein Foul von Andreas Brehme gegen Gary Lineker. Ja, aber der letzte Abwehrspiel hoffentlich zeigt er nicht rot. Glück für Andy Brehme. Dann hat man Glück gehabt. Und wie man hier an der Reaktion der Zuschauer sieht, haben die eigentlich mit Rot gerechnet auch. Und nach der neuen Regel hätte es durchaus der Fall sein können. Denn der Lineker war eigentlich mit diesem Ball durch.
Batty. Lineker. Hat er eigentlich Zeit gehabt. Aber Selleko war weit hinter ihm. Ja, das konnte er natürlich nicht sehen. Er glaubte sicherlich, die Gefahr war größer. Selleko tritt alle Ecken von rechts und links bisher. Oh, hat die deutsche Mannschaft ein Glück. Da sprang Bodo Egner an der Ecke vorbei. Der Kopfball von David Platt an die Latte und dann Gary Lineker im Nachsetzen knapp vorbei. Das musste die englische Führung sein. Schauen Sie mal, dieser Kopfball von Platt. Egner kommt nicht an den Ball. Und Lineker blitzschnell, aber kann den Ball nicht mehr weit genug herumdrehen. Da kam Bodo Egner zu spät raus. Sehr gut gespielt. Jetzt gibt es eine riesen Konterchance. Gut gespielt, toll. Da wurde es ein bisschen eng vor dem englischen Tor. Vielleicht wäre ein Rückpass vielversprechender gewesen, aber noch einmal die deutsche Mannschaft. Matthäus. Thomas Doll. Schöne Flanke und Tor. Gibt's denn sowas in der 45. Minute? Ein Lazio-Duett. Zunächst tanzt Thomas Doll seinen Gegenspieler aus. Flankt präzise über Chris Woods hinweg auf den Kopf von Karl-Heinz Riedle. Und die deutsche Mannschaft führt mit 1:0. Ein bisschen glücklich, das wollen wir gerne zugeben, aber der Treffer war erstklassig herausgespielt. Erstklassig herausgespielt vom wahrscheinlich bisher besten deutschen Spieler. Täuscht da rechts an und geht links vorbei. Tolle Aktion gegen Salako. Und Riedle steht goldrichtig und die deutsche Mannschaft führt Sekunden vor dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Alexei Spirin mit 1:0. Der Torwart, wie man sieht, steht hier natürlich auch etwas unglücklich, aber tolle Flanke, tolle Vorarbeit. Ja, da haben natürlich auch die Abwehrspieler Pallister, Parker in der Mitte nicht aufgepasst. Denn rechts und links von Karl-Heinz Riedle waren mindestens 3-4 Meter Platz. Oh, wieder ein Querschläger, diesmal von Jürgen Kohler. Doll, Salako und es gibt einen Wurf Deutschland. Das ist der Halbzeitpfiff im Londoner Wembley Stadion, 1:0 für Rufordon. David Platt. Oh, tolle Parade mit einer Faust von Bodo Egner bei diesem Schuss. Ich glaube, es war David Batty, der junge Mann von Leeds United. Ein gewaltiger Schuss aus dem Hinterhalt. Also ein toller Schuss, der auch noch abgefälscht war. Liedix. Der auch noch abgefälscht war und hat eine riesen Parade gemacht. Schwer zu halten. Aber die Engländer drücken jetzt mächtig aufs Tempo, wollen mit aller Gewalt den Ausgleich. Oh, Gefahr vor dem deutschen Tor. Egner mit einer Faust und der Nachschuss daneben.
Gary Ballester. Ja, zum Glück verzogen. Da hätte es sonst durchaus lichterloh brennen können. Hier sehen wir nochmal den Distanzschuss. Abgefällt von der Hacke von Andy Brehme. Aber ein toller Reflex von Bodo Ilgner. Auf der Schön angenommen. Eine Riesenmöglichkeit, urplötzlich die Flanke von Bremer auf Riedle. Tolle Aktion. Eine Riesenaktion, auch deshalb, ich glaube, die Deutschen hatten etwa 15 Pässe vorher den Ball im eigenen Fuß und riesig abgeschlossen auch. Haben die Engländer Glück gehabt. War kaum zu sehen. Blitzschnell war Karl-Heinz Riedle da und trifft Chris Woods. Volley genommen. Der Pech gehabt, dass er nur auf den Körper geschossen hat. Er hat ein Tor verdient. Ja, der ist schon brandgefährlich, der Karl-Heinz Riedle. Hier sieht man auf einmal 5 Minuten gar nicht am Ball und dann explodiert er. Er hat so ein bisschen an den Gerd Müller in seiner Spielweise. Trevor Steven. Und Dixon, fast der gefährlichste Schütze. Ja, war toll vorbereitet, wie er den Ball da am Gegenspieler vorbei gelupft. Über den deutschen Abwehrspieler gelupft hat und dann abgeschossen hat. Ja, zum Glück hat er nicht richtig getroffen. Müller. Matthäus, jetzt ist Platz. In den Rücken gespielt, schade. Ja, der besser auf ganz links außen zu Hessler gespielt, denn er stand völlig frei. Aber nach wie vor ein ungemein schnelles Spiel von beiden Mannschaften. Handspiel, gibt Freistoß Deutschland. Der Schiedsrichter pfeift gut, ausgesprochen gut sogar. Sieht alles. Auch ein anständiges, faires Spiel, das sollten wir bei dieser Gelegenheit sagen. Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, in Anführungsstrichen. Ich glaube, beide Teams bemühen sich bei allem Einsatz, bei aller Härte, den Gegenspieler nicht absichtlich zu verletzen. Yeah.
Schade, möchte man fast sagen, dass David Platt den Ball nicht richtig erwischte. Man sah bei dieser Aktion eben, dass die Engländer natürlich auch Fußball zu spielen verstehen und nicht nur zu fighten, zu kämpfen. Da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren doch eine ganze Menge hier auf der Insel geändert. Das ohne Zweifel, sie sind ein bisschen von Kick and Rush weggekommen, weil sie ganz einfach auch mit diesem Spiel, speziell in der Nationalmannschaft, wenig Erfolg hatten. Im Moment machen die Engländer so einen leichten Eindruck auf mich, als wenn sie langsam müde werden. Und wie man sieht, der Trainer reagiert jetzt, indem er sofort neue Spieler bringt. Bodo Egner. Oh, gefährlich! Da behinderten sich Egner und Buchwald eben selbst. Und schon war Gefahr im Verzuge. Wieder durch David Platt. Guido Buchwald gegen Alan Smith. Batty. Jürgen Kohler, Sieger im Kopfballduell. Dann Dixon, der Druck wird immer stärker. Salako. Platt. Dorigo. Batty. Effenberg. Und der Konter, Lothar Matthäus, ganz rechts, Thomas Doll. Da wollte er es zu gut machen. Ja, tolle Aktion von Lothar Matthäus, wie er da von hinten bis vorne mit dem Ball losgezogen ist. Ja, die Engländer wechseln. Wechseln gleich zwei Leute aus, so wie es ausschaut. Andreas Möller. Allein auf weiter Flur. Schön geköpft von Karl-Heinz Riedle und es gibt Ecke. Paul Parker. Da schraubte sich Karl-Heinz Riedle förmlich in die Luft an einen unerreichbar erscheinenden Ball und erwischte ihn sogar noch. Die 11 und die 8 gehen. Salako und Steven. Ja, speziell Salako schien mit den Kräften am Ende. Und von Steven, muss ich mir auch noch ehrlich sagen, habe ich mir mehr erwartet. Ein Mann, der 15 Millionen gekostet hat. Von dem haben wir eigentlich heute relativ wenig gesehen. Das ist, glaube ich, Paul Merson. Und mit der 14 Paul Stewart von den Tottenham Hotspur. Ja, Stewart war der Mann, der bei Tottenham Hotspur dieses Jahr das Cup-Final mit zwei Toren entschieden hat. Das ist ein guter Mann, spielerisch sehr stark, nicht der Schnellste unbedingt.
Oh, gefährlich. Platt und wieder Bodo Egner. Vorlage von Mörsen, der Kopfball von Stewart und dann die Chance für Platt. Auf der Linie Bodo Egner heute unschlagbar. Kriegt er ihn noch? Ja. Hässler hat Platz in der Mitte. Riedle. Oh, zu spät. Hätte er früher flanken müssen. Da hat er die Chance gehabt. Da wäre sicherlich aussichtsreicher gewesen. Aber diese Konter sind immer gefährlich, weil die Engländer jetzt ganz einfach so offensiv spielen, so nach vorne eingerichtet sind, dass sie zwangsläufig in der Abwehr ganz einfach Löcher haben müssen, wo die deutschen schnellen Stürmer dann reinkommen. Nicht schlecht, toll! Ein Schuss von Lothar Matthäus an eine glänzende Parade von Chris Wood. Doch in dieser Partie eine ganze Reihe von spektakulären Torszenen. Das waren 30 Meter immerhin. Gefahr noch einmal Platt. Und fast noch ein Eigentor von Jürgen Kohler. War schon sehr mutig. Sehr mutig, aber auch durchaus gekonnt. Schön gespielt. Möller nochmal. Hässler. Gut gemacht von Klinsmann. Ah. Das Spiel ist aus. Deutschland gewinnt zum dritten Male hier auf dem heiligen Rasen des Londoner Wembley Stadions.